und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge ist es leider etwas länger geworden mit dem, ja, in der Gegend herumirren. Deswegen haben wir gesagt, dass wir heute weitermachen und ja, ich hatte gesagt, dass ich mit den Leuten sprechen wollte. Genau, das war's. At least some of your kind have a heart. Thank you again. Okay, bei dem habe ich ja schon gedacht, dass der nicht mit mir sprechen, also mit mir sprechen schon, aber dass der mir nichts erzählen würde. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich versuche, etwas aus den Polizisten herauszubekommen, was uns jetzt weiterhilft. Ich meine, das sind Polizisten. Normalerweise müssten die ja was darüber sagen können. You still here? I've already told you all I've learned. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, two lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Mm-hmm. Genauso wie es in bei der Mafia oder so wäre. Disturbing a hornet's nest here, son. Nein, ich wollte doch noch die anderen alle Hinweise erhalten. Okay. So, das ist nur das, was er jetzt gesagt hat. Ich habe mir übrigens nach der letzten Folge mal die ganzen Bildchen hier rausgemalt, weil ich das immer wieder vergesse, was das alles bedeutet. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass diese Bücher bedeuten, dass ich was recherchieren kann. Also das heißt, wir müssten wahrscheinlich den Typen recherchieren, wo der wohnt. Und das ist der, ne? Also setze ich das mal dran. Nee, das war ja schon dran. So, das setze ich jetzt mal dran. Wir haben irgendein Archiv gehabt. Nee, wir hatten zwei Archive. Einmal Stadtarchiv, glaube ich. Und Polizei. Kann das sein? Polizeiwache. Cordona. Ah, nee, das waren die Nachrichten, Rathaus. Im Rathaus war doch das Archiv, soweit ich mich erinnere. Oder war das... Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal... Ich werde nicht dahin reisen, weil ich das nicht kann. Warum kann ich da nicht direkt hinreisen? Hallo? Ich dachte, zu den Punkten kann ich reisen. Ich habe diese Karte zwar schon länger nicht mehr benutzt, aber... Ach so, ich kann wieder nicht reisen, weil ich hier drin bin. Oh. Das Problem hatte ich doch schon mal. Und es ging mir damals schon dermaßen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich jetzt endlich reisen, bitte? Immer noch nicht. Laufen kann ich auch wieder nicht. Ach so, wahrscheinlich ab dem Moment, wo ich dann wieder laufen kann. Mörder! Beast! Hier kann ich auch nicht laufen. Hier kann ich laufen. Mal gucken, ob ich jetzt hier endlich mal weiterkomme. So. Ja, okay. So, das Stadtarchiv. Find hidden treasure. Vor? Nee, da stand ich nicht direkt vor. Achso, da, wo die große Uhr ist wahrscheinlich. Tausendmal hier rumgelaufen und ich habe es immer noch nicht verinnerlicht. So, hallo, gute Dame. Ich bin wieder da. Ich würde gerne etwas nachrecherchieren. Ich weiß zwar noch nicht so genau was, aber ich möchte was nachrecherchieren. So, Inspektor sagte Personengruppen.
Es ist ein Geschäftsmann, also Unternehmer. Oder Amtsträger? Nee, Unternehmer. Weil er das so komisch gesagt hat. Zeitraum. Haben wir einen Zeitraum? Ja, 19. Jahrhundert. Ja, klar. Register. Wir könnten jetzt nach Tätigkeit gucken. Ah, perfekt. Bernardotti Company, gegründet 1873 durch Niccolo Bernardotti. Hauptsitz Südosten von Scaladio, Bazaar Road, unweit der Kreuzung mit der Roman Road. Die Firma handelt mit Waren zwischen den britischen Kolonien in Afrika und dem restlichen Vereinigten Königreich, darunter auch Cordona. Die Waren umfassen Nahrungsmittel, Wein, Kaffee, Bedarfsgüter des alltäglichen Lebens und mehr. Der auf Sizilien geborene zog als 39-jähriger Geschäftsmann nach London, verlegte seine Geschäftszentrale nach Cordona. Nach seiner Ankunft bekannten Kunstmäzen, der sich auch stark für die fürs Allgemeinwohl. Zuletzt machte er unter anderem mit dem Kauf von neuer Ausrüstung für die Polizeiwache von sich reden. Aha, aha. Zudem ist es seiner Mithilfe zu verdanken, dass der Gouverneur ein Luftschiff und so weiter und so fort. Okay, da war doch gerade noch was. Bazaar Road, Roman Road in Scaladio. Bazaar Road, Roman Road. What a lovely man this. Yeah. Bazaar Road, Roman Road. Fangen wir mal links an. Am besten irgendwie müssen wir ja. Bazaar Road, war das nicht größer? Ach, hier. Bazaar Road. Roman Road, da. Da. Bernardotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Finde ich auch. Allerdings, damit soll ich auch noch was recherchieren können. Auffälliger Orden. Britische Amtsträger. Können wir mal gucken, ob wir da auch noch irgendwie was rauskriegen. Aber also hier dann definitiv Amtsträger. Zeitraum natürlich aktuell. Ja. Stadtteile. Scalario vielleicht. Informationen über Thomas Norton. Thomas Norton, geboren 1840 in London. Sekretär. Militärisch in Indien. Wurde ausgezeichnet, wurde am 1. März 1878 zum britischen Abgesandten auf Cordona ernannt. Mit eigenem Kabinett im Rathaus. Aha. Okay. Mit eigenem Kabinett. So. Informationen über Thomas Norton. Also den. Muss ich jetzt im Rathaus mit denen sprechen? Also den Ort muss ich auf jeden Fall finden. Ich versuche mal bei der guten Dame vorne vielleicht anzusetzen. Ist jetzt so die einzige, mit der ich jetzt hier ja öfter mal gesprochen habe. Die mir vielleicht auch was dazu sagen kann. Have you found anything helpful? Anscheinend aber auch nicht. Okay. Bin ich gerade am Belegen. Moment. Bernardotti ist das, wo wir hin müssen. Das heißt, das mache ich jetzt erstmal rein. Und wo hatte ich jetzt hier die? Hier unten. Da werde ich jetzt erstmal hinlaufen. Also wenn ich rauskomme durch eine kleine Straße und dann
Wobei, ich kann auch durch die Bazaar Road. Ach, ja. So, ist das jetzt die kleine Straße sozusagen? A contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure. Ja. So, Moment. Da muss ich mich jetzt rechts halten. Ich könnte natürlich auch einfach oben dem roten Pfeil folgen. Das wäre vielleicht auch gegangen. Okay, also wir brauchen erstmal Informationen. Das Problem ist, ich hoffe nicht, dass ich mich da gleich wieder umziehen muss. Das ist in der nächsten erst. Okay. Ja, ich hasse sowas. Entschuldigung. Wobei ich gerade... War das gerade ein Bankräuber? Hallo? So, Moment. Jetzt muss ich erstmal... So, hier in der Ecke. Bazaar Road, unweit der Kreuzung. Bernadottis Firma. Hier können wir rein. Hi. Wo sind wir hier? Achso, da können wir aber leider nicht weiter, okay. Trattora? Eigentlich müsste da noch irgendwo Bernadotti stehen, ne? Wenn das so eine große Firma ist. Pantera? Ja, da ist keiner. Ich habe auch gerade schon mal geguckt. Das ist die Road und die Road geht hier, glaube ich, rein, ne? Oder? Oder halt auf der anderen Seite. Kaufen Luxuswaren oder kommen wir direkt hier rein? Da wollen wir natürlich nicht rein. Nee. Ach ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich eventuell mal herausgefunden habe, wo wir hin müssen. Betonung liegt eindeutig auf eventuell. Das sieht mir eher nach einer Kirche oder sowas aus hier. Können Sie mir vielleicht satisfy my curiosity? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. Na gut. Ich will Ihnen das mal glauben. Wir sind jetzt aber irgendwie völlig in der falschen Richtung, glaube ich. Jetzt sind wir schon wieder auf einer anderen Straße. Das kann doch nicht sein, dass der hier nirgendwo... Roman Road und... Moment. Ah, Moment. Da ist Bazaar Road. Also quasi da, wo wir jetzt sind, müsste das eigentlich sein. Was ist das hier? Nee, oder? Ein großer Geschäftsmann, ne? Wer weiß? Banker. Das ist eine Apotheke. Tauen die immer alle gegen die Türen hier? Das ist ein Hotel. Tea Room. Ja, ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, bevor wir jetzt hier noch eine halbe Stunde rumirren, weil ich anscheinend irgendwie zu doof bin, das zu finden, ich weiß es nicht, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, nebenbei mitlaufen lasse, während ich suche. Trattoria, ne, das war wieder das andere. Während ich hier rumsuche und ja,
dass ich euch dann gleich dazu schalte, wenn ich hoffentlich den Hauptsitz hier, die Firma von ihm gefunden habe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin gerade. Mit Casino, das wird es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Nee. Ja, ich denke, da bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig, weil sonst haben wir wieder so eine lange Folge. Jetzt bin ich aber wieder an der richtigen Ecke. Ist auch noch in Scalario. Okay, also ich laufe noch ein bisschen rum und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es hoffentlich gefunden habe. Bazaar Road, unweit der Kreuzung mit der Roman Street. Bazaar Road, unweit der Kreuzung. Unweit der Kreuzung kann natürlich alles heißen. Ach, ich Idiot. Es ist so groß. Oh. Ja, ich habe euch dann doch nicht rausgeschnitten. Not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Ich werde nicht auf eine Einladung warten. Was heißt denn das? Der Haupteingang zum Bürogebäude von der Company ist abgeschlossen. Wir sollten versuchen, einen anderen Weg hineinzufinden. Ah, okay. Gut. Dann, dann ist das auf jeden Fall jetzt hier das Gebäude. Ich mache das trotzdem jetzt mal so. Das heißt, theoretisch von rechts müssten wir da rankommen. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe auf der Karte. Zumindest kommen wir irgendwie... Hallöchen, guten Tag. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. That's our way in, Sherry. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Türsteher irgendwie. Hey, yo. This is private property. You lost something. Rathausangelegenheiten. Probieren wir's mal. Good day, sir. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotte about... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... One... Listen, the man Bernadotte sent up... Cho! Soll ich ihn schlagen oder soll ich gehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. Ah, das heißt, ich soll mich jetzt umziehen, oder was? Aha! Dafür muss ich mich umziehen. Das heißt, das hefte ich jetzt mal an. Und kann das Outfit nicht wechseln. ich denke mal, ich kann das wechseln, wo ich wieder laufen kann, oder? Das kann ich natürlich hier erstmal eine ganze Weile nicht mehr laufen. Oh, das ist so nervig, ehrlich. Warum kann ich mich nicht vor dem seinen Augen umziehen? Ich meine, hallo? So, probieren wir es jetzt nochmal. Was haben wir denn hier? Irgendwas mit Banditen haben wir doch auch gekauft, glaube ich, oder? Genau, ich bin eine Witwe. Ganove. Du bist in der falschen Gegend unterwegs. Nee, du bist in der falschen Gegend unterwegs. Arbeiterschürze. Das soll wirklich ein Ganove sein? Ich meine, hallo? Ich würde jetzt eher sagen, dass ich mich als Arbeiter verkleide. Aber ob ich da mit denen sprechen kann? Ich weiß es ja nicht. Ganovenmütze. Der Autorität ausstrahlt. Agentenbart, oh Gott. Vampirblässe, dezente Schminke. Ach so, wenn man eine Frau ist, ja klar.
John der Ukrainer. Oh Gott. Sieht aber irgendwie aus, als ob ich jetzt hier im Jogginganzug rumlaufe. Ich weiß auch nicht. Hat zumindest irgendwie optisch so einen Effekt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich kann mich ja schlecht als schwarzer Arbeiter verkleiden, oder? Ah. Hallöchen. Get out. Nein. Well, this has been miserable. Warum? Ein Geschäftsmann aus Caladio, der womöglich zwischen den Kolonien auf Westmann schmuggelt. Oder soll ich mich jetzt wie ein Geschäftsmann anziehen, oder was? Ich dachte, wie ein Ganove. Ihr verwirrt mich hier. Steht denn da nirgendwo was drin? Steht nichts drin, ne? John besteht darauf, dass ich einen Weg ohne Kampf finde. Ich habe in Erfahrung gebracht, wie die Leute von Mr. Bernardotti aussehen. Da könnte ich... Ach so, ja. Moment. Ich bräuchte theoretisch so ein Tattoo, oder? Aber wo kriege ich so ein Tattoo her? Dass Tätowierungen wie diese bei Personen vorzusehen. Auffällige Tätowierungen im Hals. Zwei übereinander angeordnete Linien mit einem Punkt darüber. Aber Tätowierungen kann man sich doch gar nicht holen. Soll ich denn eine Tätowierung herkriegen, Leute? Ihr macht mich jetzt hier... Ich meine, ich bin achtfach, glaube ich, tätowiert, aber ich habe hier noch keinen gefunden. Kleidungshändler. Kleidungshändler. Kann ich vielleicht kurz zum Tätowierer gehen? Kleidungshändler. Moment, hier ist jetzt nochmal Verkauf von Luxuswaren. Da habe ich ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, aber das hatte irgendwas damit zu tun, dass ich da was machen muss. Wahrscheinlich muss ich da tatsächlich was kaufen. Im Chronicle müsste ich aber theoretisch dann auch noch was machen. Wurde Mr. Bernardotti zu einem bekannten Kunstmetzen, was auch immer das sein soll, der sich auch stark für das Allgemeinwohl engagiert. Zuletzt macht er unter anderem mit dem Kauf von neuer Ausrüstung für die Polizeiwache von sich reden. Ach so, nee, das ist aber nur das, was wir... Das ist gar nicht das eine. Das haben wir angeheftet. Auffällige Tätowierung. Wo zur Hölle soll ich jetzt eine auffällige Tätowierung herkriegen? Unter dem Deckmantel des Imports von Wein und anderen Waren Schmuggelgeschäfte. Soll ich mich jetzt als Weinhändler verkleiden oder was? Das kann ich ja auch nicht. Kann als Vampir dahin gehen. ja. Schwarzer Luxusanzug. Was ist denn damit? Hm.
Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht was Neues kaufen können und das dann unter Schminke finden. Buchhandlung, Kleidung. War das beim Kleidungshändler? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich werde mich jetzt noch mal eben zum Kleidungshändler begeben und da nachschauen, beziehungsweise dann auch noch mal eben zu den Luxuswaren gehen und da schauen, ob ich da eventuell was Neues kaufen kann und schalte das dann zwischendurch mal eben hinzu und hoffentlich ist das die Lösung und wir können dann gleich hier weitermachen, wobei es hier natürlich viele Kleidungshändler gibt. Bis gleich. Don't pass by. Welcome, welcome. Let's pick something that suits you. So, mal schauen. Wir haben einen weißen Anzug. Osmane, Händler, Schläger, Matrose. Wie viele haben wir eigentlich? 300. Ach, da können wir doch einiges eigentlich kaufen, oder? Ich gucke jetzt aber mal eben schnell. Schminke. Ha, sehr schön. Dann kaufen wir uns mal die Tätowierung. Künstlerbräunungspulver. Okay, das kaufen wir auch mal. Und die Narben, weil das sind nämlich die, die wir ausleihen können. Also hoffe ich mal, dass das auch irgendwas damit zu tun hat, was wir machen sollen. Also was wir jetzt brauchen, meine ich. Ich nehme auch mal den weißen Anzug mit, den Osmanen. Frauenanzug, keine Ahnung, den Matrosenanzug nehme ich auch mal mit. Den Schläger. So. Och, geh doch einfach in die Reihe, Mann. Landstreicher nehme ich auch mal mit. Das nehme ich auch mit. Das auch. Und das auch. So. So, dann brauchen wir vermutlich jetzt keinen hiervon. Konservativer und steifer geht's nicht. Jo. Ja, komm. Also eine Brille nehmen wir noch mit. Vielleicht erkennt uns dann keiner. So, okay, dann. A good choice. A good choice indeed. Haben wir nicht mehr allzu viel. Allzu viel da. Dann nehmen wir jetzt hierfür. Was nehmen wir denn jetzt hierfür? Schwarzer Luxusanzug. Würde ich jetzt mal spontan beibehalten. Brille lasse ich mal auf. Den lasse ich auch auf. Und was ganz wichtig sein wird, die auffällige Tätowierung. Vielleicht hätten wir das auch schon mit unserer Optik machen können. Das weiß ich ja nicht. So, dann gehe ich nochmal ganz schnell in dieses Kleidungsgeschäft. Nee, so nicht. Nicht Kleidungsgeschäft. Refresh your interior. Pick my goods will brighten up. So. Da können wir. So wie früher dein Vater manchmal. Oh, okay, dann kaufen wir das auch. Dass die Erde keine Scheibe ist für alle, die das Altern hautnah erleben wollen. Enjoy your purchase. Da ist aber immer noch ein Ausrufezeichen drauf. My goods will brighten. Dann nehmen wir einfach mal die Sachen auch. Enjoy your purchase. So, okay. Dann laufe ich jetzt eben wieder zurück. Und wir sehen uns am Zielort wieder. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Hey, stop. Who are you? Haven't seen you before. Didn't see you either, mate. I'm John. Just shipped in from London. Cheap bastards had me sharing a bunk with two others. Aye, that sounds like Bernadotte. Why are you here? A problem at the refugee camp.
I need to report to Mr. Bernadotte. The sooner the better. I knew it was only a matter of time until those savages stirred up trouble. Go on, get inside. Yay! Wir haben es endlich geschafft. Wir sind reingekommen. Jetzt muss ich mal eben schauen, was sich jetzt hier aktualisiert hat. Theoretisch. Ah nee, was haben wir hier? Die Verkleidung als Bandenmitglied hat funktioniert. Wie Bandenmitglied? Ich wollte ein Geschäftsmann sein. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Sehr gut. Hauptsitz von Bernadotte. Ja, den soll ich noch finden, steht hier. Das war der andere. Dann würde ich sagen, ist hier noch irgendwas Neues dazugekommen? Nö. Dass ich das dann anhefte. So, und dann müsste ich ja theoretisch den Mr. Bernadotte suchen. Allerdings haben wir wieder eine Folge, die doch ziemlich lange gedauert hat, weil ich schon wieder nicht so genau wusste, wie ich jetzt hier weiterkomme. Und aufgrund dessen, dass ich leider auch gleich zur Schule fahren muss und meine Tochter abholen muss, müssen wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir sehen dann den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.